Jo Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video auf dem Kanal Blackfire Studios und im heutigen Video habe ich noch einen funktionierenden Merch Glitch, aber das ist hier leider nur für den RC Bandito, also das ist kein K Merch Glitch, sondern ich zeige hier halt noch die Methode, wie man den ferngesteuerten kleinen Wagen hier modifizieren kann mit Bennys Felgen. Ich weiß natürlich, viele fragen sich oder beziehungsweise schreiben auch sehr oft in die Kommentare, ja, wann kommt denn endlich mal ein Solo-Car-Duplication-Glitch oder ein Car-to-Car-Merch-Glitch. Also die aktuelle Lage in GTA ist halt natürlich wirklich sehr, sehr schlecht. Es gibt halt wenig Neues. Wir haben wie üblich kein, es sollte jetzt mal demnächst, denke ich mal, irgendwann ein Update kommen, etwas Größeres. Und es gibt zwar einen Solo-Car-Duplication-Glitch und der ist jetzt... Ja, ich finde den nicht so mega nice, weil das Ganze funktioniert halt leider. Wir fangen gleich hier mit den Glitchern, keine Sorge. Ich zeige euch das, wie das hier mit dem Wagen geht. Und bezüglich des Solo-Car-Duplication-Glitches, das ist halt leider nur für die PS4-Leute. Und dazu braucht man zusätzlich noch den Criminal Enterprise Starter Pack. Und das ist halt nicht so sexy, das haben halt viele schon gekauft. Und ich habe selber öfters Probleme am Ende mit dem Duplizieren, bekomme ich immer diesen schwarzen unendlichen Ladebildschirm. Das ist halt echt ärgerlich und das will ich euch einfach nicht antun, dass ihr da selber irgendwie stundenlang rumprobiert, okay? Und ja, ich habe halt nur, wie gesagt, jetzt auch noch diese Methode zum Auffrischen, weil das Video ist sehr weit nach unten gerutscht. Mit dieser Methode könnt ihr halt, ja, die Moddings von dem Spenderfahrzeug auf das kleine Teil rüberbringen, okay? Macht es noch, solange es geht. Ich habe den Job auch für die PS4 im angepinnten Kommentar für euch. Ich könnte es eigentlich in jeder Sitzung machen. Das ist wirklich egal. Freies Zielen oder so, das ist auch total Wurst. Das muss nicht irgendwie was Spezielles sein. Ihr solltet auf jeden Fall den Job hier unter Markierungen Jobs auf eigene stellen. So, das ist dieser Job hier. Und viele hatten auch schon das Problem, dass er einfach nicht da war. Ja, das liegt daran, dass man zu viele, ihr müsst diesen Link einfach anklicken, per Rockstar Social Club müsst ihr ihn markieren und der sollte auch hier dann unter Job spielen markiert sein. Lasst mal gucken, das sollte hier irgendwo, hier Capture Job RC Bandito, kann man auch gerne mal von hier starten und vor allem mal vielleicht auch, ja... Wenn man zu viele markierte Jobs hat, kann der sein, dass der hier nicht angezeigt wird. Das ist echt blöd. Ja, aber er muss hier auf jeden Fall angezeigt werden. Mal vielleicht auch die Arena verlassen und so. Das ist eigentlich eine ganz leichte Methode, diesen Wagen zu modifizieren. Als Spenderfahrzeug könnt ihr eigentlich egal was nehmen. Ja, man kann einen Weenie Easy Classic nehmen, um bei ihm die Felgen zu wechseln. Wenn man zum Beispiel keinen Bock auf Big Dogs Felgen hat, kann man das natürlich mit anderen Felgen machen. Ich kann zum Beispiel sogar hier das Go-Kart nehmen, ja, was diese Lackierung hat und sogar noch Big Dogs Felgen, kann ich zum Beispiel das auch mit dem machen. Bring das Ganze jetzt hier in die Werkstatt, okay. So, by the way, falls euch das Video hier schon taugt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da und ein Abo. Und ich glaube, man muss nicht zwingend hier jetzt was ändern, sondern einfach nur Fahrzeug verlassen. Das ist eigentlich voll einfach, der ist wirklich super einfach, super schnell. Man muss sich nur hier richtig positionieren, so dass man was aus dem Job hier weggeht. Ihr seht ja, links oben steht, drücke Pfeiltaste nach rechts zum Betreten. Das muss weggehen. Man nähert sich dem ein bisschen und sucht halt hier diese perfekte Position, sage ich mal. Okay. Und da muss man eigentlich nur Pfeiltaste nach rechts drücken. Und ich habe schon gesehen, vom ersten Mal gehittet, da habe ich schon die Big Dogs Felgen drauf gesehen. Ja. Und es ist natürlich empfehlenswert, jetzt war das jetzt nicht so sexy, weil wenn es mal wieder so einen RC2-Car-Merch-Glitch gibt, dann sollte man wirklich als Spenderfahrzeug was anderes nehmen, was ein iFruit-Kennzeichen hat. Ganz, ganz wichtig, weil das übernimmt natürlich auch der Bandito. Und wenn man später von dem aus auf irgendwelche Fahrzeuge modifizieren möchte, wenn wir mal so einen Merch-Glitch wieder mal haben, dann sollte das Ganze natürlich mit einem iFruit-Kennzeichen hier passieren. Das wäre auch ganz, ganz wichtig, okay?
Und ja, im Prinzip war es das auch schon. Dann müsst ihr nur noch hier. Ja, jetzt habe ich noch mal Pfeiltaste nach rechts gedrückt, wobei ich nicht so. Jetzt hat es zurückgemerged. Ich mache das jetzt noch mal als Beispiel. Ja, dass es sich gleich so zurückmerged, habe ich gar nicht gewusst. By the way, ich mache das jetzt noch einmal. Aber ich darf nicht vergessen, dass der Kleine hier ja kein iFruit-Kennzeichen hat. Das heißt, ich mache das Ganze am besten mit dem Winnie Easy Classic, klar. Schauen wir mal, was habe ich hier drauf? Ah, auch keins. Aber ich kann dann natürlich eins drauf machen. Und somit ist es wirklich am sichersten, dass der Bandito dann auch ein iFruit-Kennzeichen hat. So. Nummernschild. Nehme ich einfach Black. So. Und jetzt platzieren wir halt das Ganze jetzt auf den Bandito und da müssen wir eigentlich nur noch im Prinzip bei dem was ändern. So. Das mergt sich bei mir hier auch schon sofort. Super einfach. Und jetzt sollte man komplett wirklich zu ihm hingehen. Okay. So dass ich dann bei dem irgendwas ändern kann. Genau. Egal was. Sprengstoff. Oder das Design, das ist eigentlich vollkommen egal. Karosserie. Und somit habt ihr einen gemoddeten Bandito. Ja, mehr muss ich eigentlich dazu nicht sagen. Wie gesagt, beim letzten Video haben wir halt echt viele Probleme gehabt mit diesem Job, weil er nie da war. Entweder zu viele markierte Jobs oder nicht richtig markiert. Man kann auch Lobby wechseln, Markierungen ein- und ausblenden mal. Hatte ich auch hier schon so, dass es. Obwohl ich hier schon drin war und der Job war schon mal da, dann wurde er wieder nicht angezeigt, so ein Schmarrn. Und ja, probiert das einfach mal aus, testet es und ich denke, das war's hier mit dem Video. Ich würde mich natürlich riesig über ein Like freuen und falls ihr Fragen habt, natürlich gerne in die Kommentare und wie üblich hören wir uns natürlich mit dem nächsten Video.